So, in der heutigen Newsfolge geht es zu Beginn um Timematic, der Bandana-tragende Battle-Rap-Neuberliner. Fand anscheinend die Analyse des Geldbündel-stapelnden Julians-Blog nicht so cool, was er in einem Facebook-Kommentar zum Ausdruck brachte. Er kritisierte dort, dass seine Arbeit und der Aufwand, der in seiner Runde gegen MG steckte, nicht gewürdigt wurde. Stattdessen seien die Beleidigungen gegen ihn unangemessen gewesen. Als Folge darauf schrieb er, dass er Julians-Blog und seine weiteren Turniere nicht durch eine Teilnahme unterstützen werde und er auch auf das Preisgeld verzichte. Allerdings schlug er durch seine Beleidigung in die gleiche Kerbe wie der angesprochene Julians-Blog. Der wiederum reagierte auf Timematics Verzicht seines Gewinns und spendete die 786 Euro dem Förderverein für krebskranke Kinder. Sehr coole Aktion, und so hatte diese Auseinandersetzung am Ende doch etwas Gutes. Mittlerweile scheinen beide Parteien ihre Differenzen geklärt zu haben. Timematic sah ein, dass er auch ein wenig übers Ziel geschossen ist. Allerdings bleibt offen, oder zumindest deute ich das so, ob er beim JMC im nächsten Jahr nach der Aussprache nun doch teilnehmen wird oder nicht. Warten wir es mal ab. Was sagt ihr zu dem Verhalten beider Parteien und würdet ihr Timematic gerne im JMC sehen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Offen ist im Moment auch noch die Teilnahme von Johnny Dixon am JMC. In einem Fanfragen-Interview konnte er die Frage noch nicht hundertprozentig beantworten. Demzufolge müssen sich die Fans des Delivery Boys wohl auch hier noch ein wenig gedulden. Apropos Interviews, ich habe euch eine Playlist mit den Interviews von Rapido, Madders, Benson 4, der Mason Family, den K-Element und so weiter in die Videobeschreibung gepackt. Könntet ihr mal auschecken. Worauf man sich auf jeden Fall nicht mehr lange gedulden muss, ist das erste Release von Rapido. Der Fresh as Fuck Member veröffentlichte vor kurzem einen Trailer zu seinem am 5.2. erscheinenden Album Messias. Der Trailer ist sehr episch geworden und eine kleine Hörprobe gibt es auch am Ende. Bisher ist nur bekannt, dass das Album 20 Tracks beinhalten wird und auch ein interessanter Feature-Gast wird auf dem Album sein, nämlich Oleg Sash. Man darf also gespannt sein, wie die Promophase des selbsternannten Messias noch weitergehen wird. Auf die Line der Woche verzichte ich heute mal. Naja, nicht ganz. Ich empfehle euch mal ganz eigennützig mein Video zu Kollegas Zuhälter-Tape 4, wo ich meine Top 10 der besten Spits vorgestellt habe. Viel Spaß damit und falls ihr mir per Highspeed bei Instagram folgen wollt, dann könnt ihr das machen. Den Link dazu findet ihr, wie alle anderen Links, unten in der Videobeschreibung.